Damit ein herzliches Willkommen während den beiden Weihnachtswochen. Nein, natürlich Spaß, aber die Launch Days sind natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig für die Formel 1. Wir sind in unserer F1 23 mit Teamkarriere Season Nummer 6 mit Audi und die Notre Dame muss uns eigentlich heute. Ich erwarte mir einen Win. Ich mag die Strecke Highspeed pur. Abonniert gern kostenlos den Channel. Falls euch mir die Videos gefallen, würde ich mich auch gern freuen, dass ihr auf TikTok und Instagram vorbeiguckt. 4,3 Kilometer, 14 Kurven und 3 DRS-Zonen machen die Strecke eigentlich top. Wirklich, da kannst du kaum was machen. Die Haarnadelkurve, geschichtsträchtig, auch damals mit dem Kubica-Unfall. Und ja, wie gesagt, mein Ziel für heute ist auf jeden Fall der Win. Und da werden wir auf jeden Fall eine harte Arbeit haben. Jetzt geht es aber mal rein ins Qualifying. Denn da wird schon einmal sehr spannend. Wir sind nach unserem ersten Run erster Platz, Max Verstappen zweiter. Horger dritter, Piastri auf dem vierten Platz. Das ist schon mal sehr, sehr strong. Jetzt geht's aber rein in unseren Run. Boah, da bin ich weit über den Körper gekommen. Ein bisschen gerutscht, das hat Zeit gekostet. Dennoch konnte ich eine Zehntel finden. Auch mein erster Run war jetzt nicht so optimal. Ich mag es irgendwie, wenn du da links ein bisschen so die Kurve noch mehr karten kannst wegen dem Gras. Nicht so hart wie Sepp damals, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Dann geht's hier in die zweite DRS-Zone rein. Und da waren wir nur noch auf 2000stel. Jetzt gehen wir sogar in den Plusbereich. Das ist natürlich absolut nicht gut. Jetzt aber wieder eine halbe Zehntel immerhin. Also es wird eine leichte Verbesserung geben. Die Strecke an sich, ja, es ist sehr kurz. Wir haben ja eine Zeit von unter 1,9. Und da musst du halt wirklich jede Zentimeter der Strecke ausnutzen und darfst du wirklich kaum einen Platz verlieren. Jetzt hier Full Speed DRS on und da geht das Auto rauf auf 350 km/h. Oder geht es euch so aus? Ganz knapp nicht. 349 waren wir da. Letzte Schikanen, zack, zack. Und da machen wir fast die zwei Zehntel gut. Es sollte reichen. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Oscar Piastri startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Russell, Norris, Ocon, Hauge, Tsunoda, der Wissenschaftler, Leclerc, Theo Pourchaire, Drugovic, Daruvala, Liam Lawson, Joe, Gasly, Doohan, Sargent, Albon, De Vries, Magnussen und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Hat es nicht, Leute. Wir sind nur 9. Platz geworden. Das ist wirklich ernüchternd. Das war verdammt ernüchternd. Ich hatte so eine Traumrunde, beend das Ganze und land dann nur auf den 9. Platz. Der Start allerdings war top. Da geht's ganz, ganz eng zur Sache. Beide McLaren hier neben mir, der drängt mich so ein bisschen ab. Ja, da rutscht der McLaren wieder durch. Ich war komplett neben der Ideallinie. Da war es so rutschig. Wir fahren mit TSC Mittel selbst schalten und da muss ich direkt den Ausweg nehmen. Selbst schalten, selbst bremsen. Also es ist ganz, ganz eng hier. Die erste Runde, die war bis jetzt noch nicht top. Die Enttäuschung natürlich, dass es nur der 9. Startplatz geworden ist. Und dann natürlich auch, dass ich hier nicht den optimalen Start hatte. Turn 1 war eher katastrophal. Und dann auch, dass ich die Kurve wie Vettel ernst cutten musste, ist natürlich dann auch eher semi-gut. Jetzt aber mal kurz durchatmen. Sechster Platz sind wir. Erste Runde ist erst vorbei. Roter Reifen, das heißt Lando Norris vorne mit dem Gelben wird auf eine komplett andere Strategie gehen. Auch Kubica nur hinten wird uns da noch einmal Kopfzerbrechen bereiten. Doch jetzt muss ich es mal schaffen, irgendwie da nach vorne zu kommen. Mein Teamkollege, glaube ich, führt nicht den... Doch, da führt den Grand Prix an, Leute. Das ist mal sehr stark. Oscar Piastri führt den Grand Prix von Kanada an. Ich drücke ihn da auf jeden Fall die Daumen, dass er da lang wie möglich vorne bleibt. Ja, hol doch die schnellste Rennrunde. Ja, jetzt haben wir die Bestätigung. Er hat hier die Führung tatsächlich. Die nächsten beiden sollten eigentlich nicht die größten Probleme darbringen, denn wir haben es ja, ja mit dem roten Reifen etwas leichter. Norrie und auch Sainz sind ja mit dem gelben unterwegs. Hätte, wäre, wenn. Wir müssen da natürlich dennoch gucken drauf. Jetzt einmal die Start-Replay und ja, was soll ich sagen? Piastri in einen Top-Start, der ist da unheimlich gut weggekommen. Hinten ist es dann doch ein bisschen enger geworden und in Turn 1 dann sowieso. Zu dritt in Turn 1 war dann schon eng, aber man muss ehrlich gesagt sagen, dass der innere McLaren da ziemlich gut gefahren ist. Es war Russell,
Der andere, ja, der hat mir da eher die Probleme bereitet und da war ich viel zu spät auf der Bremse und musste über den Grasschotter, keine Ahnung, musste ich da drüber kreuzen und da aus dem Windschatten raus, hintere Audi sind wir, konnte ich dann hier Russell in der ersten Runde noch overtaken. Das ist sehr wichtig, denn Grip Position ist wirklich alles hier. Ich bin sehr stolz, wirklich Piastri fährt da wirklich um sein Leben vorne. Ich freue mich so für ihn. Zweite Runde. Ja, es ist nicht so einfach, als ich mir das Ganze gedacht habe. Jetzt könnte es was werden. Aber ja, da ist wieder der Abstand so riesig zu Lando Norris. Das wird vermutlich ganz, ganz eng werden. Sollten wir es dann hier in der Wall of Champions Kurve probieren? Nein, noch nicht. Jetzt aber, ja, der Exit war jetzt nicht so traumhaft. Da sind wir über 13 Plätze hinten. Das wird aktuell nichts mehr. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Es sind auch ewige 25 Runden. Also da kann noch einiges passieren. Da bin ich mir nahezu sicher. Hinter diesen beiden hier sind alle mit dem roten Reifen. Auch Russell, der lässt mir da kaum Zeit zum Durchatmen. Lando Norris, da jetzt wird auch das DRS das erste Mal enabled sein. Ich denke mal, jetzt sollte es dann auch ein bisschen einfacher werden, die beiden Jungs davor mir zu überholen oder zu attackieren immerhin mal. Hier werden wir vermutlich ja kaum Chancen haben, vorbeizukommen. Der Exit aus der Haarnadelkurve wird der wichtigste sein der aktuellen Runde. Denn wenn wir hier tatsächlich gut rauskommen, dann könnte ich da den Move gegen Norris setzen. Und der Exit war traumhaft. Der war super toll. Ich muss sogar leicht vom Gas gehen, weil Norris so ja, langsam war. Jetzt aber mit DRS-Hilfe, Windschatten, DRS, ERS und es geht Richtung Busstop. Nein, es ist nicht Busstop, aber es ist so ähnlich. Und wir übernehmen hier den vierten Platz. Das in der dritten Runde. Das ist schon stark. Ich darf auch nicht vergessen, wir sind vom neunten Platz gestartet. Aber dass es dann doch so lang gedauert hat mit dem doch deutlichen Reifenunterschied, das wundert mich dann doch ein bisschen, muss ich sagen. Nur so ein bisschen. Denn da hätte es tatsächlich meiner Meinung nach schneller gehen müssen. Vierte Runde. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Wir gehen an Sainz an. Diesmal innen. An dem Spanier vorbei, sind jetzt Podiumskurs auf dem dritten Platz. Piastri allerdings schon über 3 Sekunden vorne. Doch da kommt der Switch. Carlos Sainz hält hier noch einmal in Turn 1 drauf. Und wo nimmt er die Pace her? Jetzt kann ich außen dann ein bisschen mitgehen, aber ja, Sainz natürlich den kürzeren Weg. Wer bremst später? Und es ist dann tatsächlich Sainz. Ich muss ein bisschen weit gehen. Und ja, keine Ahnung, was Sainz hier vorhatte, doch das kostet uns beiden nur Zeit. Hier ist mittlerweile auch schon wieder Norris. Das muss jetzt schnell gehen. Das hat schon über eine Sekunde gedauert im Vergleich zu Verstappen und seinen Teamkollegen. Jetzt wieder das DRS on. Er ist jetzt auch aufdrehen. Jetzt probieren wir es wieder außen, wie auch gegen Norris vorhin. Und es reicht, ich bleibe mittig. Und wir übernehmen hier wieder mal den dritten Platz. Diesmal mit deutlich mehr Abstand, fast eine Sekunde, sind wir da direkt vorne weg. Jetzt heißt es natürlich mal Hold Position, ein bisschen aufholen, aber natürlich auch auf die Reifen gucken, denn wir müssen da mindestens bis Runde 12 oder so durchhalten. 13 wäre noch besser, na, 12 wäre schon, glaube ich, gut, 11, 12, irgend sowas. Sollte ich schon durchhalten und wenn das klappt, dann können wir dann schon einmal vielleicht vorne Richtung zweiten Stint mehr pushen, drankommen reden. Hier machen wir mal die Replay in der zweiten Runde und da, ja, zu sehen war nicht viel. Neunte Runde, ich konnte den Abstand zu der Spitze schon halbieren. Wir sind nur noch ein bisschen mehr als 2 Sekunden hinten. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen eingefallen jetzt. Aber ich habe auch immer noch die Befürchtung, da sind nur 4 Zehntel zwischen Piastri und Verstappen. Also zwischen den beiden hier geht es noch immer noch. Schlag auf Schlag, ein heißes Duell. Und natürlich, wenn es dann wirklich zum Hin und Her bei denen kommt, wäre ich an nächster Stelle, könnte da vielleicht irgendwas probieren. Jetzt heißt es auch, was machen wir? Einen Undercut haben wir natürlich zum Schluss keine Reifen mehr. Einen Overcut hätten wir jetzt natürlich jetzt auch das Zeug dazu. Hinten ist kaum Platz, also hinten ist eigentlich safe. Und jetzt probiert es Verstappen hier tatsächlich in der Haarnadelkurve. Reicht wieder nicht. Also nach hinten hin haben wir genug Zeit. 3 Sekunden. Also das sollte eigentlich locker gehen für einen Overcut. Undercut ist eh immer ganz schwierig, weil wenn du im Verkehr hängen bleibst oder so. Also ich muss mich jetzt auf jeden Fall entscheiden. Max Verstappen entscheidet sich für die Box und ich entscheide mich
für den Overcut, denn einen zu Under- oder Overcutten, das macht nicht viel Sinn. Max Verstappen entscheidet sich gegen den Over, sondern für den Undercut gegen Piastri. Doch ich kann da natürlich jetzt auch ein Wort mitsprechen, denn je nachdem, wie ich mich entscheide, muss natürlich auch Verstappen und auch Piastri da die richtige Entscheidung treffen. Ja, Piastris Reifen scheinen jetzt auch durch dieses ganze Hin und Her schon etwas abgenutzt zu sein. Ich muss echt sagen, die Reifen halten hier an der Ile Notre Dame richtig, richtig lang. Im Lorenzstrom hat man anscheinend keinen Reifenverschleiß. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ja so eine Art Stadt-Compris. Und der 36% ist dann schon beachtlich. Jetzt wird aber mal Piastri in die Box gehen, denn er ist auch vor mir gestartet. Das bedeutet, er hat auch den Vortritt, was Boxenstops angeht. Sprich also, wir sind da jetzt ganz, ganz allein auf weiter Flur. Wir müssen jetzt noch diese eine Runde überleben und gehen dann in die Box rein, verlieren hoffentlich nicht allzu viel Zeit. Und wenn ich da wirklich vor Verstappen und oder Piastri rauskomme, das wäre dann schon eine Riesenüberraschung. Aber jetzt mal für uns den wohlverdienten Pitstop, Runde 13, also eigentlich schon Runde 14, gibt es den Pitstop. Also da bin ich, wow, dass ich so lange aushalte, das finde ich ehrlich gesagt sogar für mich sehr stark. Also 13 Runden mit einem roten Satzreifen auf einer Strecke wie Montreal, und wir mussten ja sogar das ein oder andere Überholmanöver überbringen. Das kostet dann mehr Zeit als erwartet. Aber wo ist Max Verstappen? Nein, der Undercut von Verstappen gegen Piastri hat funktioniert. Und wir verlieren da knappe 2,5 Sekunden. Das finde ich sogar okay. Also wirklich, das ist sehr okay. Wäre ich in der gleichen Runde wie Piastri reingekommen, hätte ich vermutlich... Also ich meine jetzt mal theoretisch, wenn Piastri schon eine Runde vorher rein... Okay, das funktioniert nicht. Die Theorie funktioniert nicht. Aber ja, eins ist klar. So besteht auf jeden Fall die Chance auf einen, ja, auf einen sicheren Podiumsplatz. Aber was so viel wichtiger ist, da besteht sogar nicht die Chance auf einen Sieg. Aber Verstappen muss da wirklich eine unfassbare Outlap gehabt haben. Also der ist ja da fast eine Sekunde vor meinen Teamkollegen. Das ist dann schon wirklich traurig, dass Piastri da so, ja, wie soll ich sagen, abgezogen wurde. Das ist wirklich, Mann, ich hätte mir da gewünscht, dass der vielleicht vorher rauskommt. Also der Undercut dann locker gereicht. Obwohl so viel Verkehr hier unterwegs ist. Runde 15. Ich bin ganz, ganz nah an meinem Teamkollegen dran. Es reicht noch nicht für die Race, aber es könnte natürlich jetzt mal reichen, um ihn da ja so ein bisschen in den Fehler zu treiben. Vielleicht reicht es aber, ich weiß nicht, gibt es dann einen extra DRS-Messpunkt? Nein, also es gibt noch kein DRS für uns. Max Verstappen ist in der letzten Rennrunde, aber die können wir locker troppen. Eine 1,98 unter 1,10 im Rennen, das ist stark. Aber wir reden auch schon hier von Season Nummer 6, das darf ich nicht vergessen. Dennoch ist das wirklich ein Wahnsinn, wie schnell die Autos hier in diesen 6 Seasons geworden sind. Oscar Piastri, ja, der scheint Probleme zu haben. Wir kommen hier wirklich in Riesenschritten an ihn dran. Es dürften aber noch nicht die Reifen sein, dafür das sind wir noch in einem viel zu frühen Stadion, dass wirklich die Reifen schon sind. Ich bin ja nicht dumm, ich gehe hier mal ohne DRS, nehme das DRS mit, lass mich hier im Mittelsektor ziehen. Aber um einen guten Overtake zu machen, brauchen wir natürlich diese lange Geraden zwischen dieser Haarnadelkurve und der Busstop-Schikane. Jetzt, Mann, ich rede immer Busstop-Schikane, natürlich die World of Champions-Schikane. Jetzt aus der Haarnadelkurve raus, der Exit war wieder mal ein Traum. An Piastris Heck dran. Ich habe das hier schon aufgedreht. Das DRS ist aufgedreht. Wir gehen rechts an Piastri vorbei, Leute, und übernehmen hier den zweiten Platz. Und das in der 16. Runde. Next Stop, Max Verstappen. Und so ist es auch. 20. Runde, 5 Runden vor Rennende, sind wir nun fast im DRS-Fenster von dem Niederländer. Das wird aber eine harte Nuss, das kann ich euch versprechen. Denn der wird es uns bei Gott nicht so einfach machen wie Piastri vorhin. Die 5 Runden, die werden wir jetzt auf jeden Fall zittern, leiden und vor allem riskieren müssen, um dann doch den Traum vom Sieg hier in Kanada uns gönnen zu können. Aus der letzten Kurve geht es traumhaft raus. Halbe Sekunde Rückstand. Noch kein DRS. Messpunkt waren wir leider eine Sekunde hinten. Jetzt erste Kurve. Ich sorg mich mal oder arbeite mich mal langsam an ihn dran. Und vielleicht reicht es dann doch, dass wir im Mittelfeld mit dem DRS dranbleiben können und dann auf der langen Geraden ähnlich wie gegen Piastri überholen können. Das ist allerdings natürlich alles Theorie und würde bedeuten, dass hier Verstappen
ja nicht noch den ein oder anderen Trick auspacken will. Guan Yu Zhou ist leider draußen. Oh, da rutsche ich in die Mauer. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Sicher über 2 Zehntel, die ich da liegen lassen habe. Jetzt geht's in die neue. Na, in die neue, was rede ich denn? Jetzt geht's dann zu Bustop hin. Wenn ich noch einmal Bustop sage, dann schneide ich mir selbst die Zunge ab, wirklich. Es geht hier mal in die Haarnadelkurve. Und ja, da sind wir jetzt fast eine Sekunde weg. Jetzt ist auch gelb. Da darf ich generell eh nicht überholen. Also, ja, wir sind sowieso zu weit weg. Das DRS saugt sich hier. Durch das DRS saugen wir uns wieder hier leicht an ihn dran. Aber das reicht, ja, vorne und hinten nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier fast an der Wall of Champions angeditscht. Und da musste ich da fast Slalom fahren, um das Ausbrechen des Autos zu verhindern. Und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, nur ja, eine Zehntel oder so zu verlieren gegen Verstappen. Das war schon, huch, da habe ich wirklich Blut geschwitzt. Das ist ein Wahnsinn, was hier abgeht. 3 Runden vor Schluss sind wir so nah an Verstappens Heck wie das gesamte Rennen nicht und vor allem auch so nah am Sieg dran wie in den letzten 22 Runden nicht. 4 Zehntel, diesmal war auch der Exit okay. Und ich glaube, wenn diese Schikane hier reicht und wir, nein, hat nicht ganz gereicht, aus der letzten Kurve raus, nehmen wir das DRS, den Windschatten und das ERS, gehen hier mal außen an Max Verstappen vorbei, lassen ihn ihnen genug Platz zum Atmen. Oh, da bricht das Auto leicht aus. Und wir übernehmen hier 2 Runden vor Schluss die Führung. Das erste Mal in diesen Rennen werden wir also den Grand Prix von Kanada in Season 6 anführen. Die Hinterreifen haben schon ein bisschen gelitten, muss ich sagen, durch späte Bremsmanöver und natürlich auch durch frühes Beschleunigen. Also da muss ich euch ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, die letzten 2 Runden, die werden es hier jetzt nicht mehr stark verschlimmern. Und da zieht Verstappen tatsächlich noch einmal rein, während wir uns hier noch einmal die Replay angucken. Was soll ich sagen? Es ist heute tatsächlich ein tolles Rennen. Es macht richtig Spaß. 18. Runde war ich dann schlussendlich ja, weit, weit davon entfernt. Puh, da war nicht nur die Berührung da, sondern da war ein kompletter Klatscher an die Mauer dran. Also das war gar nicht mehr gut. 21. Runde nun und auch hier die Mauer ganz, ganz leicht geküsst. Ja, mit der Zeit lässt dann die Konzentration nach. Ich musste echt immer wieder froh drüber sein, dass ich da nicht den Schaden davon trage. Und Runde 21 dann schlussendlich war der Exit top aus der letzten Kurve und Richtung Turn 1 konnte ich mich dann hier an dem Niederländer vorbeisetzen. Was für eine geile Sache. Doch somit war es noch nicht getan. Ich weiß nicht, wo Verstappen diese Energie hernimmt, aber der macht es uns hier nicht gerade einfach. Er geht hier noch einmal rein in Turn 1. Da können wir uns doch noch einmal behaupten. Aber das zeigt natürlich ja, seinen Kampfwillen. Der hat diesen Platz noch nicht aufgegeben. Und das ist das Gefährliche, Leute. Und das ist genau von dem ich gesprochen habe. Der wird es uns nicht einfach machen. Obwohl wir jetzt eine halbe Sekunde vorne sind, denke ich mal wirklich, dass wir da bis zur Ziellinie zittern müssen, um ihn da hinten zu halten und vor allem dann wirklich sicher zu sein, unseren Sieg hier feiern zu können. Jetzt aber mal aus der Haarnadelkurve raus, der Exit muss eigentlich sitzen und der sitzt, Leute. Wir sind hier eine halbe Sekunde von Max Verstappen weg, das ist doch knapper als ich mir gedacht habe, der schießt hier an uns dran, ich bleibe hier mittig, da kann er nicht viel machen. Es geht in die letzte Kurve, nebeneinander rein und ja, Mann, Alter. Da kommt es zum Flügelschaden. Der war so spät, hat er den Anker geworfen, wirklich. So, so spät und ich habe das einfach nicht mehr da lenken können. Das könnte natürlich jetzt noch einmal zum Riesenproblem werden. Ein Flügelschaden vorne rechts, das ist gar nicht gut. Und durch dieses ganze Hin und Her hat es mittlerweile auch Piastri 1-Sekundenfenster von Verstappen geschafft. Was natürlich bedeutet, dass es hier noch einmal ganz, ganz knapp werden wird. Also jetzt gibt es den Dreierkampf in den letzten 2 Sektoren gegen Verstappen, Piastri und mich um natürlich den ersten Platz. Ich hoffe, es kann sich ausgehen. Doch wie der auf den Geraden aufholt, ist wirklich abnormal. Der Red Bull scheint auf jeden Fall Topspeed zu haben. Es ist ganz, ganz schwierig. Vielleicht kann ich mir das DRS sneaken.
Es könnte, ja, wir gehen hier rein und ich bin viel zu spät auf der Bremse, Leute. Viel zu spät, da kommt innen der Switchback von Max Verstappen. Aber er reicht nicht ganz. Ich drehe mir den DRS mal auf. Doch er bekommt auch noch das DRS. Das kann es einfach nicht sein. Es ist einfach wie verhext. Der zieht hier innen an uns vorbei. Und was soll ich machen? Ihn gegen die Mauer drücken? Ja, die Verwarnung muss ich mitnehmen. Das ist einfach unmöglich. Mann, das war wirklich Glück für Verstappen und so ein Riesenpech für mich. Wir waren so knapp dran am Win, doch sind am Ende wieder nur Zweiter. Wir sind an Max Verstappen gescheitert. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Es hätte der erste Platz sein können, aber immerhin Doppelpodium für Audi. Das war das Ende eines wieder mal hervorragenden großen Preises von Kanada. Das Durchhalten hat sich bezahlt gemacht und hier zu einem unglaublichen Sieg geführt. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben Sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Es ist wirklich verdammt bitter. Glücklicherweise sind wir da tatsächlich in der Weltmeisterschaft um einiges, haben wir da einiges noch vorne, um da auch mit dieser Panne noch gut, ich sage jetzt mal, immerhin haben wir noch einen guten Vorsprung, aber Verstappen hat uns da wirklich weltmeisterlich am Ende des Rennens besiegt. Ich dachte echt nicht, dass ich im letzten Sektor dieses Rennen noch einmal verlieren werde. Das ist wirklich grausam. Verstappen ist aber nicht mal in den Top 5. Der ist nur auf dem 8. Platz, weil eben der Red Bull auch nicht ganz funktioniert. 67 Punkte sind wir hinten und beinahe 100 Punkte vor McLaren. Das scheint eigentlich eine komplett gegessene Season zu sein für Rotti. Aber ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall in den nächsten Rennen noch einmal sehr spannend werden. Auch unter anderem werden wir uns einen neuen Teamkollegen aussuchen dürfen, aber noch nicht, glaube ich, heute, oder? Ja, 20. Level. Also Piastri hüpft auch nicht weiter nach oben. Der ist immer auf dem 20. Level. Das tut mir schon so leid für den Australier, aber bringt jetzt auch nicht viel mehr. Ja, dadurch, dass wir nicht lange genug an der Spitze waren, konnte ich auch kaum Ziele erreichen. Aero-Reifen weder noch, was ist wichtiger? Auf jeden Fall natürlich im Rennen der Reifen, aber on den Straights ist natürlich auch die Aero verdammt wichtig. Ja, egal, für heute war es das aber mal. Ich finde es natürlich schade, ich hätte euch gern heute einen Sieg gezeigt, ich war siegessicher. Die Strecke war, das ist eine gute Frage, Lewis oder Sepp oder keiner von beiden. Ich würde persönlich Senna sagen, aber weil ich den ja nie fahren gesehen habe, würde ich fast sagen, Sepp oder Lewis, ich mag beide extrem. Aber ich sage jetzt mal Lewis, weil er dann doch noch der Fahrer war, der einen Ticken mehr aus den Autos rausgeholt hat und natürlich auch gegen Sepp sich behaupten konnte, obwohl es natürlich kein teaminterner Fight war, waren die beiden dann schon unfassbar stark. Also die hatten es wirklich in sich. Hier entscheide ich mich aber für keine, weil ich, wie gesagt, sage, Senna war da für mich noch immer noch besser. Na gut, aber für heute war es das dann doch. Ich bedanke mich bei euch und sag mal, wir haben bei überall jetzt das zweite Triebwerk, ist aber alles planmäßig, denn ein Viertel ist vorbei, da dürfen wir jetzt mal das erste Mal die Teile wechseln und das nächste Mal wird es dann circa Singapur, Zandvoort, vielleicht auch erst Japan, mal gucken, wie schnell die Teile irgendwie kaputt werden, aber das scheint in Season 6 eigentlich kein Problem mehr zu werden. Und für heute soll es das mal gewesen sein. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Würde mich echt freuen, wenn euch mein Content gefällt. Auch gern ein Däumchen rum.
Schaut auch gerne auf Instagram, aber vor allem auch gerne auf TikTok vorbei. It's_Tobi. Links immer alle unten in der Bio. Und morgen wird es dann auch, ja, Spielberg geben. Wir werden, oder übermorgen, denn wir werden morgen mal auf den Visa Cash App RB reagieren, gucken und so weiter. Übermorgen, also am Samstag geht es dann, nein, morgen ist Freitag, am Sonntag wird es dann hier in der Karriere weitergehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann wieder später auf TikTok oder morgen wieder hier.